Wie gesagt, ich will hier keinen beleidigen und ich will keinen wehtun. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, als allererstes, die Menschen mit der Erlaubnis des Allmächtigen Gottes von den Dunkelheiten ins Licht zu führen. Allah sagt im Koran, Allah ist der Schutzfreund der Gläubigen. Er führt sie von den Dunkelheiten ins Licht. Das heißt, es gibt viele Dunkelheiten, es gibt nur ein Licht, ein Weg zur Wahrheit. Und unser Ziel ist es, die Menschen mit der Erlaubnis vom allmächtigen Gott zu dem einen Licht zu führen. An zweiter Stelle ist es sicherlich für uns interessant, friedlich zu leben. Weil wir wollen hier keinen bekämpfen oder besiegen, sondern wir wollen mit den Menschen gemeinsam siegen. Das ist unser Ziel. Und deswegen, um gemeinsam zu siegen, wäre es von mir ein Verbrechen, wenn ich hier rumschmeichel und sage, weißt du was, alle Wege sind richtig. Weil Islam sagt ganz deutlich, es gibt nur einen Weg, der richtig ist. Einer Weg, der vor der ewigen Bestrafung der Hölle schützt. Und Allah sagt im Koran, in Sure 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, die wird von ihm niemals angenommen werden, er wird im Jenseits zu ihm verlieren hören. Das heißt, es gibt im Jenseits, es wird der Tag kommen, wo wir sterben werden. Es wird der Tag kommen, wo sich zwei Engel in einer Augennähe niederlassen. Wo Allah sagt, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Und wenn die Trunkenheit des Todes kommt, das ist das, wovor du dich immer hüten mochtest. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Und wenn in das Horn geblasen wird, dies ist der angedrohte Tag. Was passiert? وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Und es wird jede Seele kommen mit Zweien, die sie antreiben, einem Zeugen. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا. Du warst achtlos dieser Sache gegenüber. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاكَ. So haben wir heute die Hülle von deinen Augen genommen. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Und heute ist dein Blick ganz scharf. Und was kommt am Ende? Am Ende wird Paradies oder Hölle stehen. Und es wird keinen nützen, etwas sich auf irgendjemanden zu verlassen. Man muss zu Allah kommen, muss zum allmächtigen Gott kommen. Denn an diesem Tag wird jeder fliehen vor seiner Mutter und vor seinem Vater und vor seinen Kindern und vor seinen Frauen. Jeder wird mit sich selbst genug zu tun haben. Und deswegen soll man sich, wenn man nicht mit mir einverstanden ist, ich kann es verstehen, ich akzeptiere das, man soll sich fragen, kann es falsch sein, wenn wir Muslime nur den anbeten, den Jesus angebetet hat? Matthäus 26, Vers 39, er ging drei Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem betete er? Zu dem allmächtigen Gott, zu seinem Schöpfer, zu dem wir Muslime beten. Wie? Zu dem wir Muslime beten. Wie hat er gebetet? Mit dem Gesicht auf dem Boden, wie wir Muslime beten. Kann es falsch sein? Gib mir einen Vers aus der Bibel, wo Jesus sagt, man soll ihn anbeten. Oder irgendein Prophet sagt, man sollte ihn anbeten. Deswegen der Weg zum Paradies ist, dass man nur den einen wahren Gott anbetet. Und alles andere sagt der allmächtige Gott im Koran. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah vergibt es nicht, dass man sich neben ihm Götter nimmt, aber vergibt, was darunter ist, wem er will. Deswegen sollte sich jeder darüber Gedanken machen, die Wahrheit suchen, und ich kenne jemanden, der einem dabei helfen kann. Der Prophet Mohammed s.a.w. hat eine Dua gemacht und kann ruhig jeder Amin sagen, der Jesu, der Amen. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rzuqna tiba'a wa arina al-batila batila rzuqna ijtinaba. Das heißt, oh Allah, zeig uns das Wahre als wahr und hilf uns zu befolgen und zeig uns das Falsche als falsch und hilf uns es zu vermeiden. Ich sage diese Worte, man kann jetzt Fragen aufschreiben, die werden inshallah beantworten, wir machen 20 Minuten Pause. Ich bedanke mich für das Zuhören. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.